Herzlich willkommen zurück, Freunde der Sonne. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Start in die neue Woche. Und ja, damit die Woche auch gut anfängt hier auf meinem YouTube-Kanal, würde ich sagen, schauen wir uns doch direkt mal ein bisschen Quickplay-Action an. Im Übrigen wollte ich nur ganz kurz Bescheid geben, dass es noch einen Zweitkanal gibt jetzt. Auf dem landen meine ganzen Wiederholungen von Twitch. Das heißt, wenn ihr da mal einen Stream verpasst habt und euch denkt, Mensch, ich würde mir aber gerne die 7 Stunden nochmal irgendwie, da habe ich was verpasst davon, nochmal im Nachhinein anschauen, dann schaut da gerne vorbei. Lasst auch gerne ein Abo da, würde ich mich drüber freuen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, let's jump right into this quick play action. Viel Spaß und Kommentare gerne wie immer in die Kommentarsektion. Viel Spaß. Ja gut, kann man mal machen. Wenn man mal die Zeit hat, kann man auch mal wieder sowas machen. Jetzt super unlucky für den Kollegen. Aber unlucky hin oder her. Das nützt ja nichts. So, da liegt ein Pferd rum. Nehmen wir doch lieber die normale Winnie mit. Die normale Fetterli. Bayonett hätte ich zwar jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber. Oh, da ist ja gleich noch einer. Es wird ja immer besser hier. Den Mosin wäre mir jetzt lieber gewesen. War gut. Kann man sich wohl nicht aussuchen. Viele Winnies hier. Viele Winnies hier. Hätten sie noch irgendwo gerade Enten hochgeflogen vorhin?
Bisher war es jedenfalls Party. Alles voll. Und Crossbow rum. Ui, saftig. Saftig, 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 Baby. Oh, der hat das schon ganz entspannt abgeaimt, da. Kleine Bornheim Match mit dabei, oha. Langsam gefällt mir die Runde. Langsam gefällt mir die Runde. Jetzt haben wir den Weißbild noch kriegen. Dann wird es interessant. Allerdings haben wir halt jetzt keine wirkliche Schrotflinte oder sowas dabei. Das ist eher ein bisschen doof. Das wäre mir schon lieber mit Shotty. Scheiße, der Klo ist rot. Okay, wir sterben wahrscheinlich jetzt gegen eine Schrotflinte. Oder auch nicht, Baby Boy, what you gonna do? Langsam gefällt mir die Runde, habe ich das schon gesagt? Langsam gefällt mir die Runde. So, jetzt schauen wir mal, was der eigentlich dabei hatte. Ja, gut, okay, Martini. Und was hat die so rausgeballert? Was war das denn? War das Dual-Wheeling oder was? Pax? Ach, der hatte Fanning, der gute Mann. Also im Close Combat Bereich, so richtig close, könnte uns sogar die Bornheim Extended, wenn wir da richtig rausspammen, ein bisschen was bringen. Packen wir die Dinge mal dahin. Leila schnuffelt sich hier voran. Fuses nehmen wir uns auch noch mit. Okay, dann sind wir eigentlich good to go, ne? Wir müssen halt aufpassen, wir dürfen uns halt nicht, dürfen uns da halt nicht verhaspeln jetzt. Wir müssen halt schauen, dass derjenige nicht zu nah rankommt, weil wir nicht wissen, was er hat. Wenn er Schrotflinte hat, eher schlecht. Oh,
Und da ist noch jemand. Ja, moin. Bye bye. Tja, das war ein spektakuläres Ende für eine relativ spektakuläre Kickback-Runde. Da war ziemlich viel geboten. Und ja, nice. Hat Spaß gemacht. Doch, war cool.